Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Oktober 2024. Und diese Legung ist wie alle, die unter dem Sternzeichen Stier geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich, mit euch heute hier sein zu dürfen und ich hoffe natürlich, dass euch gut geht. Wir schauen gleich gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten im Oktober. Und die erste Karte, das ist eure Thema. Die Hohepriesterin, das, was behilflich sein wird oder im Weg steht. Zweite Kelche. Euer Bewusstsein, der Hohepriester. Euer Unterbewusstsein, vierte Kelche. Die Vergangenheit, erste Kelche. Die nahe Zukunft, die Kraft. Eure Energie, Ass der Schwerter. Äußere Energie, Ritter der Münzen. Die Hoffnungen oder Ängste, neun der Kelche und die letzte Karte für die Zukunft, Königin der Stäbe. So, haben wir gute Karten, aber die liegen etwas schief. So, jetzt ist vielleicht besser. So, ist gut. So lassen wir. Die Hohepriesterin, das ist euer Thema und der Hohepriester ist auch dabei. Wow, das wird was geben. Hier viel, viel Intuition, viel Lebenserfahrung, Verbindung zum die höhere Macht. Vielleicht irgendwelche Gebete sind hier auch zu sehen, aber die Liebe wird, ich denke, auch eine Rolle spielen. Die Hohepriesterin, das ist unsere Intuition. Und manchmal, wir werden diese Signale, die uns die Intuition gibt, gar nicht wahr, wir nehmen die gar nicht wahr. Wir wollen dem oft nicht wahrnehmen, weil die Intuition sagt uns, pass auf, hier ist etwas schief, kommt darauf an, was wir fühlen. Ihr kennt bestimmt diese Gefühl, ja, wenn etwas so ja, eine Unruhe auslöst, ein Mensch oder ja, eine Situation. Oder einfach hat man so ein Gefühl in sich, gutes Gefühl oder schlechtes Gefühl. Und hier, wir sehen, da ist ein Gefühl zum irgendwelchen Mensch. Ja? Hier haben wir zwei der Kelche. Eure Partner, zukünftige Partner oder ein Mensch, den man jetzt kennenlernen wird. Obwohl, muss ich sagen, in Vergangenheit haben wir Ass der Kelche. Und diese Karte kann darauf hinweisen, dass dieser Mensch ist schon in eurem Leben. Habt ihr diese Person schon kennengelernt? Und jetzt, ja, natürlich, diese erste Kelche ist diese neue Begegnung, schöne Begegnung, was Tolles, was die Emotion angeht. Und das jetzt wird sehr präsent. Ob das weitergeht oder nicht, ja, wird sich da etwas entwickeln. Oder ist das tatsächlich etwas, auf was ich verzichten muss? Jetzt gucken wir, ob wir hier weiterkommen. Ach, jemand hat euch ausgenutzt, belogen oder betrügt euch. Oh, noch der Teufel da, meine Güte. Also das ist schon ziemlich andeutig. Also, wenn wir die siebente Schwerter haben und der Teufel, das sind die... Für mich muss ich sagen, das sind die schlechteste Karte im Tarot, was gerade diese toxischen Menschen angeht. Ja, weil wir haben Karten wie zum Beispiel fünfte Kelche, das ist so eine Karte, wo man dann trauert, oder dreite Kelche, ist man verletzt und so weiter. Aber die Karten sind gar nicht so schlimm. Ich finde, die zeigen andeutig, dass dieser Mensch ist nicht in Ordnung zu euch. Dass dieser Mensch versucht, auf eure Person sich
auf irgendwelche Seite zu bereichern vielleicht. Auf jeden Fall, diese Person hat mit euch was vor, aber nicht die Liebe. Ja, dieser Mensch ist nicht in Ordnung. Dieser Mensch manipuliert. Dieser Mensch braucht euch nur dann, wenn er oder sie euch braucht, ja. Und ansonsten seid ihr nicht so wichtig. Und diese Manipulanten, diese toxischen Menschen sehen wir in den Teufel. Ja, hier das siebente Schwert zeigt natürlich Menschen, die lügen, die klauen, die betrügen und so weiter. Aber der Teufel, der zeigt diese toxischen Menschen, die Menschen, die manipulieren, weil die einfach irgendwelche Ziele vor Augen haben, die nicht ehrlich sind. Ja, die möchten für sich irgendwelche positive Sachen, was Positives erreichen. Ja. Und dann haben wir die Königin der Schwerter. Wir sehen, dass ihr wird euch stellen gegen diese schwarzen Energien, gegen diese toxische Energien und ohne Gefühle. Weil die Königin der Schwerter, das ist eine Königin, der hat die Gefühle unter Kontrolle und wird sich gegen diese Situation stellen und kämpfen, dass man hier einfach die Wahrheit bekommt, ja, dass man nicht ausgenutzt wird. Also für euch ist es sehr, sehr wichtig, diese Wahrheit zu bekommen, die Klarheit zu bekommen. Und die Intuition wird euch führen in diesem Monat, wird euch die Signale geben und ihr darf nicht die Signale einfach übersehen oder nicht sehen wollen. Man muss immer achten auf unsere Gefühle und die Gefühle nicht falsch bewerten und was wichtig ist, prüfen, ob das tatsächlich so ist. Ja, weil unsere Intuition manchmal belügt uns, weil wir belügen uns selbst, weil wir wollen zum Beispiel etwas nicht wahrhaben und dann tun wir etwas uns schön einreden. Ja, und deswegen prüfen, prüfen, prüfen. Dann haben wir den Hohenpriester, dieser kluge, schlaue Mann, dieser Mensch, der schon eine Lebenserfahrung hat, viel erlebt hat, hat ja auch Verbindung zu dem Göttlichen und er weiß ganz genau, dass das Leben meint mit ihm gut, aber nur wenn er auch gut zu dem Leben ist, ja, also geben und nehmen, aber hier sehen wir diese Lebenserfahrung. Dieser Mensch hat so eine Erfahrung, wo ihm sagt, ich habe schon so viel erlebt und so viel gesehen, dass ich schon vorahnen kann, was hier in dieser Situation passieren wird. Ja, das wird auch wie soll ich sagen, euer Bewusstsein euch das sagen, aber das wird ein großes Thema auch für euch sein. Diese Verbindung zu dem, man kann sagen, zu dem Göttlichen, zu die höhere Macht, zu dem Leben einfach, ja. Und ihr wird auf eure Erfahrungen, aber auf eure Weisheit euch verlassen müssen, diesen Monat. Dann haben wir hier Ast der Schwerter, das ist eine Karte, die zeigt klare Kommunikation und klare Ziele. Also ich denke, ihr werdet diesen Monat die Klarheit hier, was dieser Mensch angeht, bekommen wollen. Ja? Für euch ist es wichtig, diese Sachen hier klarstellen und gucken, wo bin ich? Kann ich dieser Person vertrauen oder nicht? Warum? Hier ist etwas, was mir diese schlechte Gefühl gibt zu dieser Person. Vielleicht hat auch jemand was gesagt, vielleicht habe ich was gesehen, vielleicht habe ich auch falsch gesehen. Muss ich prüfen, gucken, ob das tatsächlich so ist. Ja, sehr wichtig. Ein Detektivspielen in diesem Monat wird auch angesagt. In Euer Unterbewusstsein haben wir vier der Kelche, wir sind Unzufriedenheit. Also wir sehen jemanden, der hat alles, der hat vier Kelche. Da kann ich mir auch vorstellen, dieser Mensch gibt euch auch sehr viel von sich. Aber
Hier sind wir, der Mensch dreht sich weg von diesem Guten, ist einfach zu viel von dem Guten. Vielleicht dieser Mensch zeigt auch zu viel von sich, gibt zu viel, weil möchte euch einfach um den Finger umwickeln. Ja? Hier haben wir den Narr, ein bisschen eine Naivität. Hier haben wir die Liebenden und Ass der Münzen. Der Narr zeigt Naivität, zeigt auch Neuanfang. Man könnte hier auch sich vorstellen, dass euer Unterbewusstsein sagt, okay, ich muss jetzt prüfen, gucken, ob das, was hier läuft, ob das stimmt, ob ich mich hier nicht täusche, weil diese Unzufriedenheit ist da. Die Liebe spielt hier eine große Rolle. Wir sehen hier die Liebenden, den Liebenden. Und der Neuanfang. Man möchte richtig hier investieren, aber wenn man die Klarheit hier nicht bekommt, dann wird man auch nicht investieren. Und man möchte mit diesem Mensch endlich zusammen, so fest zusammenkommen, etwas Festes fürs Leben aufbauen. Nicht nur vorübergehend, aber schon viel länger. Deswegen hier haben wir die große Münze, ja. Das ist für euch jetzt so eine Frage für die Zukunft, ja? Soll ich oder soll ich nicht? Und um diese Frage sich zu beantworten, man braucht die Klarheit. Ritter der Münzen, hier haben wir äußere Einflüsse und hier sehen wir, dass jemand draußen ist, der schon etwas erreicht hat, was die Münzen angeht, jemand, der sich zeigen möchte, aber auch jemand, der sehr verschlossen ist. Sehr verschlossen, auch jemand, der überlastet ist von irgendwelchen Problemen im Leben, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht ist diese Person auch krank, kann ich auch nicht so deutlich hier sehen. Aber wir sehen die Überbelastung, zehnte Stäbe, die achte Stäbe natürlich die Klarheit. Fällt, man fühlt sich ein bisschen wie verengt, man kann hier nicht aus sich rauskommen. Und wir sehen, dass diese Person hier möchte raus, möchte sich zeigen, möchte endlich das erreichen. Weil ich habe gesagt, dieser Mensch hat schon was erreicht, aber ich kann mir auch vorstellen, der Mensch möchte noch weiter, noch mehr erreichen, noch mehr aus sich rauskommen. Das könnte der potenzielle Partner sein oder der Partner, der schon da ist. Aber wir sehen, dass dieser Mensch steht sich ein bisschen im Weg. Etwas stört ihn, dass die Klarheit hier nicht gegeben wird. Ja, der Mensch ist überfordert mit dieser Situation und der Mensch möchte, dass diese Situation sich endlich hier löst für ihn oder für ihr, für sie, für ihn oder für sie positiv. Ja, und der Tod ist, also der Mensch wartet auf der nächste Schritt, endlich muss zu Ende gehen, um weitere Schritt zu wagen. Ja, also eine geht zu Ende, neue fängt an und dieser Mensch wartet auf diese vielleicht von euch, diese Entscheidung. Aber man sieht, die Entscheidung kann nicht fallen, weil ihr musst erst die Sache prüfen, ja, weil ich kann mir vorstellen, das ist der Partner oder die Partnerin oder die Potenzial oder zukünftige eure Herzensmensch. Auf jeden Fall hier eure Hoffnungen, neunte Kelche, man hofft auf positive, gute Zeiten, man hofft, dass das alles sich irgendwie löst, diese Problem und man wird feiern, man wird glücklich sein, man wird das Leben genießen können. Ich kann mir vorstellen, ihr habt schon gute Zeiten erlebt mit dieser Person und man möchte das weitermachen, ja, weiter mit dieser Person oder mit einer anderen Person auf jeden Fall diese positive Momente im Leben sind wir und man möchte die wiedererleben mit dieser Person oder auch mit einer anderen, aber man möchte wieder glücklich sein und ja, wieder zwischen Menschen gehen und die Königin zeigt das Gleiche. Man möchte glänzen, man möchte gesehen werden, man möchte geliebt werden und hier die Kraft zeigt auch diese Ausgleichung. Ihr braucht
Gleichgewicht, um diese glückliche Momente, positive Momente hier auch zu genießen. Aber wir gucken weiter. Die Entscheidung wird hier getroffen. Ja, die Entscheidung. Man muss eine Entscheidung treffen. Dann haben wir den Eremit und die Königin der Münzen. Also ich sehe, hier wird eine Entscheidung getroffen. Man muss die Entscheidung treffen, weil das könnte nicht vorwärts gehen. Das bleibt einfach irgendwie hängen, diese ganze Situation. Weil man muss diese Menschen, diese Person, sage ich, diese Person muss man prüfen, gucken, ob das tatsächlich so stimmt, ob das nur meine Intuition sagt, in diesem Fall eure Intuition sagt, ob ich das richtig interpretiere, ob das keine falschen Signale sind, weil man könnte hier natürlich auch jemanden falsch beurteilen. Man muss das prüfen, ob das mit dieser Person tatsächlich das Wahre ist. Ja, aber wir haben diese Karten, die haben sich hier gezeigt, nicht umsonst. Deswegen, ich vermute, da ist was Wahres drin, was geprüft werden muss. Und dann weitere Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall, ihr werdet euch entscheiden. Wir sehen hier den Eremit. Der Eremit zeigt Einsamkeit. Ihr werdet euch zurückziehen, um alleine zu sein, um zu gucken, ob das, was sich hier gezeigt hat in eurem Leben, was diese Person auch betrifft, ob das das Wahre ist. Ja, wird die Zeit für sich brauchen. Egal, ob dieser Mensch ja, hier möchte vielleicht schneller, möchte vielleicht diese Entscheidung von euch sehen, aber ja, wird sich so viel Zeit nehmen, wie man braucht. Und ihr wird so ein Gefühl bekommen, wir haben hier die Königin der Münzen, mir geht's gut. Mir geht's persönlich sehr gut, also in diesem Fall euch, ja, ihr wird so ein Gefühl bekommen, euch geht's gut. Ich habe das, was ich in meinem Leben sich gewünscht habe oder für was ich gearbeitet habe, ich habe das. Ich habe die Reichhaltigkeit hier. Ich habe die Münzen, also die Materie, für mich eine Absicherung fürs Leben. Aber die Gefühle sind wir hier nicht. Und ich kann mir vorstellen, ihr werdet in diesem Monat das Gefühl bekommen, ja, ich habe was erreicht, aber was die Liebe angeht, da habe ich mich enttäuscht. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Weil hier sehen wir keine Gefühle, hier sehen wir keine Kelche, Kampf eher, ja, diese Königin, die Stäbe, sehr viel Feuer, also man merkt, man wird für sich kämpfen, aber man wird sich auch sehr feurig präsentieren müssen, sehr präsent sein müssen, ja, um das alles irgendwie in den Griff auch zu bekommen. Man darf nicht irgendwie sich verstecken und so weiter. Man wird hier präsent sein in dieser ganzen Situation und ihr wird diese Kommando haben, kann ich hier auch kann ich mir vorstellen und ihr wird diesejenige, die hier was zu sagen haben wird, ja, und also ich würde sagen, dass mit diesem Mensch wird da nichts, so kann ich mir vorstellen, obwohl hier habt ihr diese gute Perspektiven, ja, das ist euer Wunsch, das ist euer Unterbewusstsein,
Aber der vierte Kelch zeigt diese Unzufriedenheit. Ja. Ihr seid in dieser Situation unzufrieden und ihr werdet nichts machen, was euch, was für euch sich falsch anfühlt, so würde ich das sagen. Ja. Man wird hier gucken, dass das alles Gleichgewicht hat. Wir haben dieses Gleichgewicht hier, die Kraft. Ihr braucht dieses innere Gleichgewicht, um hier diese ganze Situation klar betrachten und gute Entscheidungen zu treffen. Und ihr werdet wahrscheinlich eine Entscheidung treffen gegen diese Person. Ja, weil hier stimmt was nicht. Und im Endeffekt wird ihr halt nicht, ja, die Liebe hier spüren, aber ihr werdet trotzdem sich als Gewinner hier in dieser Situation fühlen, weil man wird das Gefühl bekommen, ich habe trotzdem Absicherung fürs Leben, mir geht's gut, ich bin halt jetzt ohne Partner, ja, aber mir geht's gut und das ist wichtig. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann wird auch der richtige Partner kommen. Also meine Lieben, das könnte natürlich nicht für jede von euch hier diese Legung, nicht mit jedem von euch resonieren. Vielleicht für manche von euch wird es doch eine schöne, lebendige, was die Liebe angeht, schön lebendige Monat sein. Aber die Karten haben sich halt so gezeigt. Und naja, die Münzen sind auch wichtig. Und vor allem auch die Klarheit ist wichtig. Und ihr werdet diese Klarheit hier auch bekommen. Also, ich wünsche euch einen schönen, guten Oktobermonat. Und für diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben, bitte Abo drücken, dann könnt ihr mehr von mir sehen. Auf jeden Fall für diejenigen, die das gefallen hat. Nichts, also ich erzwinge nichts. Meine Lieben, alles, alles Gute für euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.